Bei das Leben genießen erfahren Sie heute, wie Sie das Leben haben können, das Sie sich schon immer gewünscht haben. Heute Abend wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, das Leben, das du dir immer gewünscht hast, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir wollen uns heute zwei verschiedene Lebensweisen ansehen. Nummer eins besteht daraus, zu atmen, umherzugehen, zur Arbeit zu gehen, zu heiraten, Kinder zu haben, Rechnungen zu bezahlen, in die Gemeinde zu gehen, für die Rente zu sparen, in Urlaub zu fahren, zu Hochzeiten und auf Beerdigungen zu gehen, sich vor dem Tod zu fürchten, aber verzweifelt zu hoffen, dass man in den Himmel kommt. Dieses Leben ist das ganz normale Leben, das wir alle führen. Aber es gibt noch eine zweite Art von Leben, die uns angeboten wird. Wir werden es das Leben Nummer zwei nennen, aber eigentlich ist es das Leben Nummer eins. Wir nennen es nur Nummer zwei, weil wir als zweites darüber sprechen, das ist das Leben, das Gott für uns hat. Das griechische Wort dafür lautet Zoe, Z-O-E, das Leben, das Gott hat. Genau das steht auch im griechischen Wörterbuch. Das Leben, das Gott hat. Das Leben, das der Vater in sich hat, das er dem eingeborenen Sohn Jesus gegeben hat, der es auf der Welt offenbarte. Die Menschen waren durch den Sündenfall von diesem Leben abgetrennt und durch den Glauben an Jesus Christus konnten sie dieses Leben wieder haben. In der englischen Konkordanz finden wir das Wort Leben 733 Mal. Aber nur 25 von diesen 733 Mal ist die Rede von genau der Lebensqualität, über die ich heute Abend sprechen will. Die Bibel spricht an einigen Orten von dem himmlischen Leben. Es heißt, wenn ihr das himmlische Leben haben wollt, müsst ihr das irdische Leben aufgeben. Ihr seht, ich bin lebendig. Ich habe Leben, seit ich 1900 geboren wurde. Nein, es ist mir egal, ob ihr es wisst, 1943. Ich habe Leben, seit ich 1943 geboren wurde. Ich bin lebendig. Ich habe ein Leben. Ich habe viele verschiedene Dinge getan, aber ich kann euch sagen, dass ich nicht mal dann anfing, echtes Leben zu erleben, als ich wiedergeboren wurde. Ich hatte den Samen dafür in mir, aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Deshalb hatte ich es nicht. Erst seit etwa 15 Jahren kann ich wirklich sagen, dass ich begonnen habe, so zu leben, wie ich glaube, dass Gott es will. Ein Leben, wo du weißt, wer du in Christus bist, wo du Frieden und Freude hast und jeden Tag gute Frucht hervorbringst. Er will, dass durch dein Leben das Leben anderer verändert wird und dass du andere auf ihrem Weg zu dem Leben, das Gott für sie hat, unterstützt. 733 Mal finden wir das Wort Leben in der Bibel. Aber nur 25 Mal ist diese Art von Leben damit gemeint. Es wird euch interessieren, wo einige dieser Stellen zu finden sind. Schlagt Matthäus 10, Vers 37 auf. Ich werde euch gleich sagen, was es mit den Schlüsseln hier auf sich hat. Wir werden heute Abend Spaß haben. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich und mehr Freude an ihnen hat, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich und mehr Freude an ihnen hat, ist meiner nicht würdig. Wir lesen darüber hinweg, aber ich glaube, manchmal lassen wir zu, dass Menschen, die wir lieben, uns vom Willen Gottes abhalten. Ich glaube, manchmal lassen wir uns von Menschen, die wir lieben, die Zeit wegnehmen, die Gott gehört. Das ist eine ziemlich gewichtige Aussage. Wenn du Mutter oder Vater, Sohn oder Tochter mehr liebst als mich, bist du meiner nicht würdig. Um es kurz zu machen, Gott sagt im Wesentlichen, ich muss der Erste in deinem Leben sein.
Ich muss der Erste in deinem Leben sein. Es gibt eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, und ich glaube, das ist der Fall, weil wir alle damit zu kämpfen haben. Wie kannst du all das tun, was du tust, und dabei deine Prioritäten richtig setzen? Ich glaube, vor etwa 2 Monaten hat Gott mich die beste Antwort darauf geben lassen, die mir je in den Sinn kam. Ich sagte, ich arbeite ständig daran, sie richtig zu setzen, nur so gelingt es mir. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann in unserem Leben ein Aha-Erlebnis haben, das uns dann für unser weiteres Leben zeigt, wie wir Prioritäten richtig setzen. Ich denke, wir müssen unser Leben im Prinzip regelmäßig anschauen und überprüfen. Wir müssen uns Zeit für uns selbst nehmen, ehrlich mit uns selbst sein und uns fragen, ist Gott die Nummer 1 in meinem Leben? Denke ich genug an Gott? Rede ich genug über Gott? Widme ich ihm genug Zeit? Diene ich ihm? Tue ich mit meinen Finanzen, was ich tun sollte? Nutze ich meine Gaben und Talente, um Gott zu dienen? Ich glaube, wir sollten uns regelmäßig fragen, wie selbstsüchtig bin ich? Das findet großen Anklang, oder? Ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder prüfen müssen. Matthäus 10, Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, an mir festhält und sich meinem Beispiel völlig anpasst. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, dass Jesus kam, um uns ein Beispiel dafür zu geben, wie wir leben sollen. Und er sagt, wer nicht an mir festhält und sich meinem Beispiel völlig anpasst, sowohl im Leben und wenn nötig auch im Sterben, ist meiner nicht würdig. Das zeigt, dass es nicht reicht, nur jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Ich hasse es total, wenn ich jemanden frage, ob er Christ ist und er mir sagt, in welche Gemeinde er geht. Ob ihr es nun glaubt oder nicht, der Kirchgang allein macht euch nicht zu Christen. Ich kann auch den ganzen Tag in meiner Garage sitzen, aber deshalb werde ich trotzdem kein Auto. Habe ich recht? Wir gehen in die Kirche, weil wir Christen sind, weil wir Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben wollen, weil wir hungrig auf das Wort Gottes sind, weil wir Gott zusammen anbeten wollen und weil wir zu einer Gemeinschaft gehören möchten, in der wir Gott dienen und anderen gegenüber Rechenschaft ablegen wollen. Das ist nichts, was wir auf unserem Kalender abhaken, weil wir unsere religiöse Pflicht für diese Woche erledigt haben und dann wieder nach Hause gehen und den Rest der Woche leben wie der Rest der Welt. Er sagt, wer nicht an mir festhält und sich meinem Beispiel völlig anpasst, sowohl im Leben und wenn nötig auch im Sterben, ist meiner nicht würdig. Wer sein irdisches Leben findet, wird sein himmlisches Leben verlieren. Und wer sein irdisches Leben verliert um meinetwillen, wird sein himmlisches Leben finden. Wir sehen hier also 2 Arten von Leben, die wir führen können. Das Leben, in dem wir herumlaufen, atmen, Hochs und Tiefs haben, launisch, selbstsüchtig und egozentrisch sind und alles tun, was andere auch tun, zusätzlich am Sonntag in die Gemeinde gehen und dann wieder von vorne beginnen. Oder wir können das himmlische Leben haben, dieses Zoe-Leben, das Leben, das Gott selbst in sich hat und das Stabilität, Gerechtigkeit, Frieden, Freude und Fruchtbarkeit bedeutet. Das bedeutet nicht, dass ihr nie ein Problem haben werdet, aber es bedeutet, dass ihr einen Ort in Christus findet, wo ihr zwar dasselbe durchmacht wie alle anderen, aber dennoch stabil und auf Kurs bleibt, Gott weiterhin dient und nicht ständig zwischen Hochs und Tiefs hin und her schwankt. Ich glaube, dass es 2 Schlüssel gibt, um dieses Zoe-Leben zu bekommen. Schlüssel. Schlüssel Nummer 1, Schlüssel Nummer 2. Einige unserer Mitarbeiter im Büro haben diese Schlüssel gemacht und ich will, dass ihr davon beeindruckt seid, denn es hat sie viel Arbeit und Mühe gekostet. Sie werden während der ersten Hälfte meines Vortrags hier stehen, weil ich will, dass ihr erkennt, dass es Schlüssel gibt. Es gibt Schlüssel, die Türen öffnen. Ihr könnt etwas tun, um das Leben zu bekommen, das euch angeboten wird. Manche Dinge sind wichtiger als andere. Und ich denke, die Bibel macht das ganz klar. Also, 2 Schlüssel. Wie sieht das irdische Leben aus? Es ist vor allem kompliziert. Es ist voller Selbstsucht, Frustration, Sünde und allem möglichen Schmerz. Ich glaube, emotionaler Schmerz ist schlimmer als jeder körperliche Schmerz, den wir empfinden können.
Gier, Schuld, Abhängigkeit, zerbrochene Beziehungen, Scham, Mangel, Zorn, Eifersucht, Furcht und so weiter. Ein Mensch kann ein wiedergeborener Christ sein und trotzdem immer noch das niedere Leben leben. Für mich ist das das Traurigste auf der Welt. Ich weiß, dass das geht, weil ich selbst viele Jahre lang so gelebt habe. Ich weiß, dass ich in den Himmel gekommen wäre, wenn ich gestorben wäre. Aber ich kann euch sagen, dass ich mein Leben hier nie genossen hätte und nie ein Beispiel dafür gewesen wäre, wie Jesus ist. Ich bitte euch heute Abend zu erkennen, dass es nicht nur um euch geht. Wenn Gott nichts für euch zu tun hätte, wenn er euch nicht brauchen würde, dann hätte er euch in dem Moment, als ihr wiedergeboren wurdet, hier rausholen können. Aber da ihr noch hier seid, habt ihr auch eine Aufgabe und sollt nicht nur rumsitzen. Ihr seid für etwas anderes hier, als immer nur euren Willen zu bekommen. Und ihr werdet nie Erfüllung finden, wenn ihr nicht das tut, wofür Gott euch hierher gebracht hat. Wie sieht das höhere Leben aus? Es ist einfach. Da ist Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Gunst, Gnade, Gottes Gegenwart, Liebe, Geben, Hilfe, Hoffnung, Glaube, Geduld, Güte, Vergebung, gesunde Beziehungen, Überfluss, alles Gute, was ihr euch nur vorstellen könnt. Okay, lasst uns nochmal Matthäus 10, Vers 37 ansehen. Welches ist der erste Schlüssel? Matthäus 10, Vers 37. Wir haben die Stelle schon gelesen, aber wir lesen sie nochmal. Das ist der Schlüssel Nummer 1 zu dem himmlischen Leben, der Schlüssel Nummer 1 für das Leben mit dem großen L. Der Schlüssel Nummer 1, um das Leben zu bekommen, wofür Jesus starb. Wer von euch würde sagen, dass sein Leben himmlischer werden muss? Okay. Schlüssel Nummer 1. Er taucht in der ganzen Bibel auf und ist sehr einfach. Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich und mehr Freude an ihnen hat, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich und mehr Freude an ihnen hat, ist meiner nicht würdig. Das ist eine ganz einfache Botschaft, setzt Gott an die erste Stelle. Ich frage mich, wie viele von euch heute den ganzen Tag über so beschäftigt waren, dass sie keine Zeit fanden, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ihr hattet es vor. Ihr hattet die Absicht, ihr wolltet es, ihr habt gesagt, ihr würdet es tun, aber ihr habt es nicht geschafft, weil ihr einfach zu beschäftigt wart oder irgendetwas dazwischen kam. Ihr fühlt euch deshalb schlecht. Ihr werdet es morgen wieder versuchen, aber wenn ihr nicht wirklich begreift, wie wichtig es ist, wird es euch nie gelingen. Ich weiß, dass ich Zeit mit Gott verbringen muss, sonst schaffe ich es nicht. Vor einigen Jahren gab Gott mir ein tolles Beispiel. Mein Onkel hatte einen Herzschrittmacher. Ein Herzschrittmacher sorgt dafür, dass dein Herz schlägt. Seine Batterien mussten einmal in der Woche aufgeladen werden. Eines Samstags rief ich meine Tante und meinen Onkel an und sagte, wir würden euch gerne in ein Steakhouse einladen, wir werden alles bezahlen, wir wollen euch ausführen und euch segnen. Meine Tante sagte, oh Liebes, wir können nicht gehen, dein Onkel muss heute seinen Schrittmacher aufladen. Ich sagte, das kann er doch auch morgen machen. Da war sie sehr schwer beleidigt. Ich verstand nicht, wie das Ding funktionierte. Sie sagte, dann wird er sterben. Als Gott mir sagte, was ich heute Abend lehren soll, brachte er mir dieses Ereignis wieder in Erinnerung. Er sagte, wenn du keine Zeit mit mir verbringst, wirst du kein wahres Leben haben. Wenn du keine Zeit mit mir verbringst, hörte ich ihn sagen, kannst du nicht tun, was du tust und am Leben bleiben. Ich weiß nicht, ob er damit mein körperliches Leben meinte, aber ich weiß, dass er meinte, dass ich nicht tun kann, was ich tue und dabei Frieden und Freude haben und mein Leben wirklich genießen kann, wenn ich keine Zeit mit ihm verbringe. Ich werde nie aufhören, das zu sagen. Es ist mir egal, ob ihr es irgendwann satt habt, das zu hören. Ihr müsst Gott an die erste Stelle eures Lebens setzen. Und ihr müsst wissen, wie wichtig das ist. Das ist das erste der 10 Gebote. Das erste der 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und damit ist nicht nur irgendeine Steinstatue gemeint, vor der ihr euch niederbeugt. Wir können aus allem einen Götzen machen. Alles, was uns wichtiger ist als er,
kann zu einem Götzen in unserem Leben werden. Man kann aus dem Sport einen Götzen machen. Die Arbeit kann zu eurem Götzen werden. Wenn es nur noch darum geht, die Erfolgsleiter hochzuklettern. Das Problem ist nur, wenn ihr alt werdet und oben angekommen seid, stellt ihr vielleicht fest, dass die Leiter gegen das falsche Gebäude gelehnt war. Wie ich heute Morgen schon sagte, wenn alles vorüber ist, was bleibt dann noch bestehen? Gott. Und dann ist es ein bisschen spät, eine wunderbare Beziehung zu Gott aufzubauen. Ihr könnt Gott so nah sein, wie ihr wollt. Es hängt nur davon ab, wie viel Zeit ihr bereit seid, dafür zu investieren. Wenn ihr das Leben haben wollt, über das wir heute Abend sprechen, müsst ihr studieren, lernen, lesen, lernen, lesen. Ihr könnt nicht erwarten, dass euch immer jemand anders füttert oder Bibelverse für euch findet und für euch betet. Ihr müsst euch selbst anstrengen. So ist es. Gute Predigt, Joyce, danke. Ich mach gleich weiter. Schlagt Matthäus Kapitel 22 auf. Matthäus 22, Vers 37. Also zuerst. Einige Pharisäer und Sadduzäer versammelten sich und fragten ihn, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Vielleicht fragen sich Menschen manchmal, wir hören so viele Dinge, die wir als gute Christen tun sollen, aber was ist das Wichtigste davon? Seid ihr manchmal überwältigt von all dem, was ihr lernt und hört, sodass ihr euch fragt, wie ihr das alles befolgen sollt? Es ist gut, die vielen Dinge zu wissen, und der Heilige Geist wird sie uns in Erinnerung rufen, wenn wir sie brauchen. Aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr bestimmte Prioritäten einhaltet, und das sind die zwei Schlüssel zu dem Leben, über das ich heute Abend spreche. Ich sage euch, wenn ihr das himmlische Leben und nicht das irdische Leben haben wollt, dann müsst ihr die beiden Dinge tun, über die ich heute Abend hier spreche. Denn diese Dinge sind Gott am wichtigsten. Welches sind die wichtigsten Gebote? Vers 37. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Hier halten wir kurz an. Die ersten vier Gebote befassen sich mit unserer Beziehung zu Gott. Die ersten vier der zehn Gebote befassen sich mit unserer Beziehung zu Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen und dich vor ihm niederwerfen. Das könnten wiederum Statuen und Götzen aus Stein oder Holz sein. Davon gibt es viele in der Welt, aber begrenzt es nicht auf das, denn es gibt viele Dinge, vor denen wir uns beugen und die wir anbeten können. Als Jesus in der Wüste 40 Tage und 40 Nächte lang versucht wurde, bot Satan ihm an, das steht in Lukas Kapitel 4, wenn du dich nur einmal vor mir niederbeugst und mich anbetest, werde ich dir alles geben, was die Welt zu bieten hat. Glaubt mir, wir beugen uns viele Male nieder, um zu bekommen, was uns die Welt bietet. Wir stellen etwas vor unsere Beziehung zu Gott, denn schließlich ist Gott immer da. Wenn wir heute nicht zu ihm kommen, kommen wir ihm morgen. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir unsere Termine mit Gott ebenso gewissenhaft einhalten würden wie unsere Termine beim Zahnarzt. Ich weiß, einige von euch fühlen sich bereits schlecht, weil sie anscheinend nicht diszipliniert genug sind, um regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich will sicher nicht bewirken, dass ihr euch noch schlechter fühlt, das will ich nie. Aber ich versuche euch zu sagen, wie wichtig das ist. Und ich will euch sagen, dass ihr es könnt, wenn ihr es nur genug wollt. Ich habe in meinem Leben festgestellt, wenn man etwas unbedingt will, kann man es auch tun. Menschen werden versuchen, es euch auszureden. Oder euer Telefon klingelt, es klingelt an der Tür, ihr müsst alle paar Minuten zur Toilette und vielleicht bekommt ihr einen Anfall von Juckreiz, keine Ahnung. Es gibt alle möglichen Dinge, die euch ablenken können, wenn ihr versucht, Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht schlaft ihr ein, vielleicht ist es euch so langweilig, dass ihr glaubt, es nicht aushalten zu können. Aber das ist alles der Teufel. Ich erinnere mich noch daran, wie es war, als ich begann, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen. Ich stand morgens auf, trank meinen Kaffee, ging in mein Büro, schloss die Tür und kam erst
nicht wieder heraus, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich bereit war, der Welt entgegenzutreten und mich zu verhalten wie ein Mensch. Ich meine, wie ein geretteter Mensch. Das war die Zeit, in der ich beschloss, dass es nicht reichte, sonntags in die Kirche zu gehen und danach mich zu verhalten wie die Welt. Ich will, dass das für euch auch nicht reicht. Ihr sollt keine Undercover-Christen sein. Ich will, dass ihr Gott mit eurem Leben ehrt. Die Menschen sollen euch sehen und das haben wollen, was ihr habt, anstatt sich zu wünschen, dass ihr endlich geht. Ich will, dass sie sich nach dem sehnen, was ihr habt. Stimmt's? Ich habe heute Nachmittag gebetet. Ich habe für unsere Partner gebetet und ich habe dafür gebetet, dass ihr das Licht im Dunkeln seid und dass euer Leben andere hungrig und durstig auf Jesus macht. Ihr müsst Zeit mit ihm verbringen, damit das passiert. Es ist nicht so wichtig, was ihr in dieser Zeit tut, aber es ist wichtig, dass ihr ihm diese Zeit widmet. Ganz am Anfang, als ich versuchte, Zeit mit Gott zu verbringen, waren meine Kinder alle noch zu Hause und mindestens drei von ihnen waren Teenager. Sie sagten, musst du die ganze Zeit in diesem Zimmer bleiben? Kannst du nicht runterkommen und uns Frühstück machen? Und schon war ich voller Schuldgefühle. Aber schließlich wurde ich klug. Ich sagte, seht, ihr seid alt genug, um Müsli in eine Schüssel zu schütten und Milch drüber zu gießen. Und ihr solltet Gott lieber danken, dass ich in diesem Zimmer bin. Wenn ihr klug genug wärt, würdet ihr mich sogar dorthin schicken. Denn wenn ich keine Zeit in meinem Zimmer verbringe, bin ich ungenießbar. Ja, so war's. Ihr müsst um die Dinge kämpfen, von denen ihr wisst, dass ihr Zeit dafür investieren solltet. Vor 15 Monaten sagte Gott zu mir, dass ich anfangen soll, meinen Körper zu trainieren. Ich hätte nie geglaubt, dass ich je sowas tun würde, geschweige denn Zeit dafür hätte. Ich hasste es. Ich wollte nichts hochheben außer einer Gabel. Jedes Mal, wenn ich versuchte zu trainieren, flippte ich aus. Aber Gott sagte mir, dass ich das tun muss, wenn ich im letzten Drittel meines Lebens stark sein will. Als ich meiner Familie sagte, dass ich ab jetzt trainieren würde, lachten sie mich aus. Ich verstehe das. Ich hatte das schon oft gesagt, aber es nie getan. Ich sagte, ihr könnt so viel lachen, wie ihr wollt, aber ich kenne mich. Ich weiß es, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich war fast schon froh, dass sie mich auslachten, denn wenn mir jemand sagt, dass ich etwas nicht kann, werde ich umso entschlossener, es zu tun. Beim ersten Mal begleitete Dave mich. Ich glaube, er wollte nur über mich lachen. Am Ende meldete er sich auch an. Er hatte sein ganzes Leben lang Sport getrieben. Aber er beschloss, jetzt nach einem speziell auf ihn zugeschnittenen Programm zu trainieren. Jedenfalls, als ich damit begann, wollten sie, dass ich ins Büro komme und dies tun sollte und dass ich ins Büro komme und das tun soll. Und ich sagte, montags, mittwochs und freitags kann ich nicht, da trainiere ich um 10 Uhr. Willst du damit sagen, dass wir deswegen jetzt alles verschieben müssen? Du kannst das Training doch mal ausfallen lassen. Ich sagte, nein, nein. Ich lasse es nicht ausfallen. Ich werde hingehen. Gott hat mir gesagt, ich soll das tun und ich werde es tun. Wenn ich keine 3 Stunden in der Woche Zeit habe, um mich gesund und am Leben zu erhalten, dann stimmt hier was nicht. Habe ich recht? Seht ihr, alle wollen, dass ihr das tut, was für sie angenehm ist. Habt ihr mich gehört? Ich sagte, alle wollen, dass ihr das tut, was für sie angenehm ist. Und sie können jedes Mal, wenn ihr euch Zeit nehmt, um etwas zu tun, von dem ihr glaubt, dass Gott es will, mit einem Notfall daherkommen. Die meisten der Leute, die mit einer Krise ankommen, um die du dich dann sofort kümmern sollst, haben diese Krise seit 20 Jahren. Und höchstwahrscheinlich werden sie auch weiterhin haben. Wenn ich heute Abend fragen würde, steht Gott in deinem Leben an erster Stelle, wäre es sehr interessant zu sehen, wie ihr darauf reagiert. Die meisten würden sagen, oh ja. Wie oft denkt ihr an ihn? Wie oft sprecht ihr von ihm? Was tut ihr, wenn ein Opfer eingesammelt wird? Ich will ehrlich zu euch sein. Wenn ihr euch über einen Prediger ärgert, weil er über das Geben spricht, dann habt ihr ein Problem. Denn wenn ihr tun würdet, was ihr sollt, würdet ihr euch nicht darüber ärgern, was er sagt. Jetzt wird's besser.
Stimmt's? Ihr müsst also Zeit mit Gott verbringen. Schlüssel Nummer 2. Lasst uns zu Matthäus 22 zurückkehren. Wir werden jetzt die Verse 37 bis 39 lesen. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Zwei Schlüssel für das höhere Leben. Verbringt Zeit mit Gott, liebt ihn zuerst. Mehr als alles andere, das ihr liebt, sollt ihr Gott lieben. Und dann liebt andere Menschen. Soll ich euch was sagen? Auch ihr seid Menschen, deshalb müsst ihr auch euch selbst lieben. Nicht auf selbstsüchtige, egozentrische Weise. Ich sage den Menschen immer, liebt euch selbst, aber seid nicht selbst verliebt. Das ist ein Unterschied. Was ich heute unbedingt klar machen möchte, ist, dass wir nicht selbstsüchtig sein sollen. Wenn ich also sage, liebt euch selbst, meine ich damit nicht, dass ihr die ganze Zeit von euch selbst schwärmen sollt. Ich rede davon, dass ihr euch genug respektieren sollt, dass auch andere euch respektieren. Lasst nicht zu, dass andere euch schikanieren. Respektiert euch, achtet auf euch, achtet auf eure Gesundheit, auf euren Körper, achtet auf euren Verstand, auf euer Leben. Tut einige Dinge, die euch Freude machen, sonst werdet ihr bitter und gereizt. Aber seid nicht der Mittelpunkt eures Lebens. Wir haben heute über einige interessante Dinge gesprochen. Ich will sie noch mal betonen. Schlüssel Nummer 1. Setzen Sie Gott an die erste Stelle und lassen Sie ihn dort. Schlüssel Nummer 2. Lieben Sie andere Menschen. Lieben Sie Gott, lieben Sie die Menschen. Ich glaube, wenn wir alles tun, um in Liebe zu leben, erledigen sich viele andere Dinge von selbst.